Oh Gott, bin ich müde. Einfach erschöpft und fertig. Es ist zwar schon Nachmittag, aber ich liege noch im Bett, weil ich so müde bin. Mein Freund, ich will ihn ja nicht filmen, aber ihr wisst ja, er will nicht so gefilmt werden. Aber der liegt auch neben mir und schläft noch. Ja. Hört ihn richtig nach gerade. Leben, Leben mit Neuroleptika, so ist es. Man kommt einfach nicht aus dem Bett. So, das ist jetzt mal wohl das spontanste Video, das ich jemals gemacht habe. Ohne große Vorbereitung, ohne Manuskript. Ihr seht, ich bin hier im Zimmer, im Schlafzimmer von mir. Das, was hier hängt, ist der Tabak von meinem Freund. Großer Tipp an euch: Holt euch Rohtabak, den ihr trocknet. Der hat keine gefährlichen Zusätze. Die meisten Leute stellen sich Zusätze aus LM oder alles mögliche Marlboro und so reinmacht. Und der kostet das Kilo 20 Euro, der Tabak. Okay, kleiner Exkurs jetzt mal. Aber warum ich das Video mache? Also, das ist einfach ganz ein ehrliches Statement dazu, wie scheiße es mit Neuroleptika ist. Okay, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Die, die meinen Telegram-Kanal kennen, merken ja wahrscheinlich, ich poste eher so nachmittags und vormittags kommt denn nicht recht viel von mir. Ja, weil ich den ganzen Vormittag sediert im Bett liege und die Augen nicht aufbringe. Das ist dieses große Problem, die krasse Müdigkeit, die man hat mit Neuroleptika. Also ich habe das Seroquel, das Risperidal, das Lithium, das sind ja meine drei tollen, chlorreichen Neuroleptika. Und davon sediert halt zwei sehr stark. Das Seroquel sediert vor allem sehr stark. Da kriege ich das Retard. Sprich, das wirkt dann auch über einen längeren Zeitraum. Das nehme ich halt abends und schlafe dann halt sozusagen jeden Tag meinen Kater aus, den ich von den Medikamenten habe. Ja, also bei mir ist es so, mein Papa sagt immer, Mensch, Vera, das kann doch nicht sein, dass du immer so um 2 Uhr nachmittags aufstehst. Leute, bei mir ist es halt so, ich kriege eine Rente. Ihr wisst, ich engagiere mich recht viel mit diesem Blog und so. Aber ansonsten kann ich mir meine Zeit frei einteilen. Aber bei mir, also mein Papa sagt immer, Mensch, Vera, du musst doch irgendwie deinen Schlafrhythmus in den Griff bekommen. Also, ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich, den Schlafrhythmus mit Neuroleptika in den Griff zu bekommen, ist sau schwer. Sorry für die Fäkalausdrücke jetzt heute, aber ich bin echt ein bisschen emotional gerade, weil das ist echt so ein Ding. Wie soll ich bitte meinen Schlafrhythmus in den Griff bekommen, wenn ich abends schlafen gehe? Weil da, also davor kann ich es nicht nehmen, weil ich würde die Wirkung nicht so spüren, also bewusst. Also nehme ich es halt erst kurz vom Schlafen gehen, die Medikamente. Wie soll ich denn da einen Schlafrhythmus in den Griff bekommen, wenn ich so sediert bin, dass ich einfach mindestens 12 Stunden Schlaf brauche? Ohne 12 Stunden Schlaf fühle ich mich, als hätte ich einen scheiß Kater. Ja, es ist einfach so. Ohne 12 Stunden Schlaf fühle ich mich, als hätte ich einen Kater. Wie von Alkohol, so ungefähr lässt sich das vergleichen. Aber noch ein bisschen intensiver und schlimmer. Also wenn ich nur 9 Stunden schlafe oder so, 2 Tage hintereinander, dann fühle ich mich auch total bereizt und werde auch leicht psychotisch. Aber nicht so, dass es gut ist, sondern so eine gereizte psychotische Art und Weise ist es dann. Ja, und das Ding ist halt wirklich, Papa sagt auch so, ja, doch, geh doch um 8, 9 Uhr abends ins Bett, dann kannst du auch schön um irgendwas mit, keine Ahnung, 10 Uhr vormittags zumindest mal aufstehen. Hey, ja, schön, wenn ich um 8 Uhr ins Bett gehe, penne ich trotzdem bis um 2 oder 3 Uhr Nachmittag, weil ich einfach mal, weil mein Körper froh ist, noch mehr Schlaf zu bekommen. Also ihr seht, ich habe ein Schlafbedürfnis, das sich einfach nicht mal richtig erfüllen lässt. Und noch schlimmer, mein Freund, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es ist jetzt hier in Freiburg so 6:30, 7 Uhr abends. Mein Freund schläft immer noch, weil der kriegt, also ich kriege mittlerweile nur noch die Hälfte von den Medikamenten, weil ich gerade reduziert habe. Da mache ich hier mal Reduktionstagebuch von mir rein. Könnt ihr mal sehen, wie ich meine Medikamente reduziere. Aber mein Freund, der hat noch die Höchstdosis von 3 Medikamente. Was kriegt der? Clozapin, Fluvoxamin, was sich gegenseitig verstärkt, was ganz teuflisch ist, kann man sagen. Und dann kriegt er noch das Seroquel dazu. Ja, und der ist halt so sediert, also den, das ist jetzt eben das Ding, warum ich auch das Video mache. Das ist so anstrengend für mich. Ich muss ihn halt mindestens teilweise 5, 6 Mal wecken, bis er wach wird. Wenn ich ihn nur wecke, wenn er noch so sediert ist, dass er nicht wach werden kann, dann wecke ich ihn halt und
Er redet, also er hat russische Abstammung, und wenn er wegen der Russe ist und so noch im Film drin ist, von dem ich meinte, dass er gar nicht zurechnungsfähig ist, dann redet er auf Russisch mit mir, blickt mich erschrocken an, flattert mit den Augen, und ich merke, okay, wenn ich ihn jetzt weiter wach halte, wird es echt kritisch für ihn, nicht, dass er in Delirium fällt. Okay, dann lasse ich ihn halt schlafen, ne? Dann wecke ich ihn nochmal, dann irgendwann reagiert er mal. Also ich ist auch das Ding, er reagierte gar nicht auf Sprache, wenn ich ihn also weil er halt durch die Medikamente sediert ist, darum reagiert er gar nicht auf Sprache, sondern ich muss ihn rütteln, also ich muss ihn richtig rütteln an die Schultern, dass er mal reagiert und was mitbekommt. Und dann entsteht halt auch manchmal Streit zwischen uns, weil dann entweder ich genervt bin, weil ich ihn halt schon das fünfte, sechste Mal weg oder auch mein eigenes Zeug zu tun habe. Und das müsst ihr vorstellen, das mache ich jetzt seit 5, 6 Jahren, nee, 7 Jahre sind wir zusammen. Das mache ich jetzt seit 7 Jahren, dass ich ihn so wecke. Also irgendwann nervt es mich halt auch, obwohl er nichts dafür kann. Und ich sage immer, der Psychiater, der ihm das verordnet hat, der gehört ins Gefängnis. Also wie viele Psychiater meines Erachtens schon auch Maßnahmen, also wie soll ich sagen, halt irgendwas. Es kann ja nicht sein, dass sie so wahllos so krass Dosierungen verordnen, die Menschen in Situationen bringen, wo das Leben einfach manchmal nicht mehr lebenswert ist. Weil wenn du den ganzen Tag pennst, dann wirst du irgendwann abends wach, hast voll den verschobenen Rhythmus. Aber wie gesagt, mit Neuroleptik ist ein Rhythmus zu verändern, ist schwierig. Ihr wisst ja, Schlafrhythmus verändern ist allgemein schwierig. Wenn du dann noch so Betonbomben an Neuroleptika drinnen hast, ja, es ist einfach doppelt schwierig. Schon ging es wie auch nicht auf die Reihe. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke halt so, dass ich meine Termine so hinbekomme, dass ich, wenn ich einmal früh aufstehen muss, meinetwegen um 1 ist für mich früh oder um 11 Uhr ist das Allerfrühste, was ich hinbekomme, egal wann ich ins Bett gehe, weil halt ich von ich meinte, so lange sediert bin. Und dann gucke ich halt, dass ich meine Termine so hinbekomme. Wenn einen Tag um 11 stehen, einen Tag um 1 aufstehen, dann muss ich aber die nächsten 3, 4 Tage mindestens bis um 15 oder 17 Uhr schlafen, um wieder meinen Schlaf aufzuholen, den ich halt durch die Neuroleptika brauche. Also ihr seht mal, das ist schon krass, oder? Das ist schon ziemlich krass. Oh ja, also das war es jetzt mal wieder von mir. Ich wollte euch mal so einen kleinen Einblick geben in das, was Neuroleptika, Real Life Neuroleptika, warum ich immer so dagegen schimpfe und so dagegen bin, dass die so wie Smarties verteilt werden von der Psychiatrie. Ja, liebe Leute, hier seht ihr Nebenwirkungen von Neuroleptika, worüber ich gerade geredet habe. Liebe Leute, das war mein spontanes Video hier in meinem Büro. Jetzt seht ihr auch mal, wie es bei mir so ausschaut. Liebe Grüße von mir, eure Vera Maria, und bleibt stark, ich bleibe auch stark. Ich werde Neuroleptika frei, ich weiß das.